Liebe Freundinnen und Freunde einer funktionsfähigen und lebenswerten Stadt. Als Einzelpersonen waren wir seit Anfang der Proteste dabei. Und irgendwann erkannten wir, dass es nicht nur schön ist, auf den Demos gegen S21 so viele Gewerkschaftskolleginnen zu treffen, sondern dass das seinen Grund in den gewerkschaftsrelevanten Themen hat. Und so haben sich Mitglieder aus Verdi, IG Metall, GEW und weiteren im April 2010 zusammengetan als Gewerkschafterinnen gegen Stuttgart 21. Wir sind Mitglied im Aktionsbündnis und unsere Arbeit richtet sich nach zwei Seiten. Zum einen in die Gewerkschaften hinein, wo oft immer noch die Hochglanzmärchen der Projektmacher kursieren, und zum anderen in die Widerstandsbewegung, wo wir immer wieder aufzeigen, welche Auswirkungen S21 auf die Arbeitswelt hat. Es ist kein Geheimnis. Nur Menschen, denen es gut geht, können gute Arbeit leisten. Deshalb sind gute Rahmenbedingungen von Arbeit so wichtig. Zum Beispiel die Mobilität zwischen Wohnung und Arbeitsplatz. Besonders betroffen sind alle, die darauf angewiesen sind, von Bussen und Bahnen täglich, verlässlich und pünktlich an ihre Arbeitsplätze gebracht zu werden. An Ausbildungsplätze, an Schulen und Universitäten, als Einpendler oder als Auspendler. Wurden Sie durch das S-Bahn-Chaos der letzten Monate schon arg gestresst, könnte Ihnen nun auch das bislang so zuverlässige Alternativangebot der SSB wegbrechen. Auch wenn die 14. Planänderung Nesenbach-Düker mit Haltestelle Staatsgalerie und neue Stadtbahntunnel vom EBA nicht genehmigt ist, sollten wir uns mit den drohenden Folgen für unsere Stadt befassen. Dem geplanten Bahnhofstrog ist die Stadtbahnhaltestelle Staatsgalerie im Weg. Sie ist ein wichtiger Verteiler für insgesamt 6 Stadtbahnlinien und soll höher gelegt werden, damit der Kellerbahnhof darunter durchpasst. Nun droht zum S-Bahn-Chaos auch ein Stadtbahn-Chaos mit Vollsperrungen von optimistisch gerechnet insgesamt 3 Jahren. Auf der Montagsdemo vor 3 Wochen wurde die Stadtbahnkampagne vorgestellt und ich will mal ausmalen, was diese eine große Baumaßnahme für die arbeitende Bevölkerung mit sich bringt. Das morgendliche Gedränge an den Umsteigehaltestellen Charlottenplatz und Hauptbahnhof wird ansteigen. Wenn bei der einen 9-monatigen Vollsperrung der Charlottenplatz vom Stöckhaff aus nicht mehr direkt angefahren werden kann, sondern alles zum Hauptbahnhof umgeleitet wird, müssen am Hauptbahnhof auf der gleichen Fläche 3 zusätzliche Stadtbahnlinien mit allen zusätzlichen Fahrgästen abgefertigt werden. Bei der 26-monatigen Vollsperrung zwischen Staatsgalerie und Hauptbahnhof erwartet uns Entsprechendes. Wer wird es unter solchen Umständen noch wagen, kleine Kinder alleine zur Schule zu schicken? Infolge der Verlegung der Stadtbahnhaltestelle müssen sich die Menschen auf ihrem Weg zur Arbeit durch Baustellenumleitungen und wechselnde Umsteigebeziehungen kämpfen. Ein verlässlicher Fahrplan ist bei der verdichteten Streckenbelegung nicht durchführbar. Also gibt es auch keine verlässlichen Umsteigezeiten.
Die Menschen sind gestresst, noch bevor sie am Arbeitsplatz eintreffen. Und wenn sie nicht pünktlich sind, gibt es Stress mit dem Arbeitgeber. Familien, die die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie jetzt schon nur stabsmäßig organisiert hinbekommen, müssen bei jeder Änderung umplanen. Und der seit 2013 gesetzlich garantierte Kita-Platz garantiert weder Wohnortnähe noch Arbeitsplatznähe. Beschäftigte der Stadt Stuttgart, die von OB Fritz Kuhn ab April 2014 mit einem kräftigen Zuschuss zum Umsteigen auf Busse und Bahnen motiviert werden sollen, werden sich wundern, wenn sie beim Umstieg auf die Stadtbahn auf chaotische Zustände treffen. Vielleicht steigen sie dann gleich wieder aus und eine gute Maßnahme verkehrt sich ins Absurde. Es trifft übrigens nicht nur ÖPNV-Benutzer. Die Unterführung der Haltestelle Staatsgalerie ist seit Jahren ein wichtiger täglicher Durchgang für die Anwohner aus dem Kernerviertel Richtung Innenstadt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Diesen Weg wird es ab dem Umbau nicht mehr geben. Alternativen zum Queren der B10 gibt es nur bei der Brücke am Hotel Meridian oder bei der Unterführung zum Opernhaus, beide nicht barrierefrei. Auch die Kolleginnen von der SSB werden zusätzlich belastet. Ihr angesehenes und als zuverlässig bekanntes kommunales ÖPNV-Unternehmen gerät durch die Nibelungentreue seines Vorstands zu Stuttgart 21 immer mehr in den Sog des Chaos der Bahn. Immer wenn die Bahn wieder mal umplant, muss in Folge auf die SSB alle fertig geplanten Baumaßnahmen einstampfen und neu entwickeln. Was für ein sinnloser Verschleiß von Arbeit. Auch das SSB-Personal kann sich dem Chaos nicht entziehen, da viele der Kolleginnen zum Schichtdienst selber mit den Öffentlichen anreisen. Wird da der Fahrerwechsel noch klappen? Den größten Stress werden diejenigen Kolleginnen und Kollegen der SSB erleben, die im direkten Kontakt mit den Fahrgästen sind. Busfahrer, Kontrolleure und das Servicepersonal an Kundencentern und Haltestellen. Sie werden viel auszuhalten haben und brauchen starke Nerven für die Auseinandersetzung mit der erbosten Kundschaft. Vor allem an Sie richtet sich der Flyer der Gewerkschafterinnen gegen S21, den wir an die SSB-Beschäftigten verteilen werden. Wir wollen Ihnen signalisieren, dass uns klar ist, dass das Stadtbahnchaos nicht Schuld der Beschäftigten ist, dass es aber notwendig ist, mit allen SSB-Ebenen ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, wie man eingreifen muss, damit die SSB auch weiterhin ihren wichtigen Beitrag zur öffentlichen Daseinsvorsorge leisten kann. Es wird nicht immer einfach sein, den wahren Verursacher des Chaos, also Stuttgart 21, zu benennen, weil S21 bei der SSB scheinbar nicht in Frage gestellt werden darf. Aber wir wollen das Thema so weit in die SSB hineintragen, dass es bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 1. April darüber gesprochen wird. Denn auch wir brauchen Antworten. Diese Flyer gibt es übrigens drüben am Infostand und wir werden sie am nächsten Mittwoch
über Verdi verteilen. Wir sollten uns bei unserer Kampagne übrigens nicht dadurch ausbremsen lassen, dass die großen Beeinträchtigungen nach neueren Meldungen erst 2016 kommen sollen und nicht wie ursprünglich geplant schon Ende diesen Jahres. Zum einen war es noch nie verkehrt, vorausschauend zu planen und zu handeln. Zum anderen sollte uns das Verschieben auf 2016 aufmerksam machen. Denn es zeigt uns die große Scheu der Projektbetreiber vor der deutschlandweiten Öffentlichkeit. Sicher haben viele hier die Diskussionen um den Evangelischen Kirchentag 2015 in Stuttgart mitbekommen. Einer Veranstaltung, bei der 100.000 engagierte Menschen in der Stadt erwartet werden. Angesichts der Menschenmenge und angesichts der anstehenden Verkehrsbehinderungen wurde in den letzten Monaten überlegt, ob man den Kirchentag nicht lieber komplett außerhalb Stuttgarts in der Flughafenmesse stattfinden lassen soll. Den Kirchentag ausfallen zu lassen, die andere Alternative, wäre zu blamabel für Stuttgart. Und schwupps, wurden die Bauarbeiten, die den ÖPNV behindern, verschoben auf nach dem Kirchentag. Wie entlarvend. Liebe Freundinnen und Freunde einer funktionierenden Stadt, am kommenden Mittwoch, übermorgen, wird uns der Warnstreiktag von Verdi vor Augen führen, was es heißt, wenn der öffentliche Dienst für einen Tag nicht voll zur Verfügung steht. Besonders sichtbar wird das immer bei der SSB. Und so wie wir unsere Kolleginnen und Kollegen von der SSB kennen, wird am Mittwoch in Stuttgart keine einzige Stadtbahn und kein einziger Bus fahren. Respekt vor so einer Belegschaft. Egal, wo man hinschaut beim Projekt S21, sobald man Dinge bis zu Ende denkt, sieht man, dass es nicht funktioniert. Denn Lebensräume und nichts anderes ist eine Stadt, sind betriebswirtschaftlich nicht fassbar. Schon Bernd Rieksinger sagte beim Streik 2006, nur Reiche können sich einen armen Staat leisten. Wie recht er doch hat. Öffentliche Daseinsvorsorge ist wichtig für ein funktionierendes Gemeinsam, aus dem sich niemand ausklinken darf. Daher Appell an den Gemeinderat, Stuttgarter Interessen vertreten und die S21-Verträge kündigen. Appell an uns. Appell an uns, wachsam bleiben, Bürgerbegehren unterschreiben und oben bleiben. Irene Köberle.